Aufnahme läuft. Ich möchte euch mal zeigen, wie ihr wirklich zu Hause perfekt ein Dessert ausgarnieren könnt. Das Auge ist mit, das ist ja das absolute A und O. Ich habe dazu ein paar Fruchtsoßen gemacht und ein bisschen angerührte Crème Fraîche. Das ist eigentlich nichts anderes als Crème Fraîche mit ein bisschen Puderzucker angerührt. Ja. Gar keine Flüssigkeit dazugeben, nur aufrühren, ein bisschen glatt klopfen und dann habt ihr einen schönen Crème Fraîche-Kreis. Und dazu kommen frische Fruchtpürees, Erdbeeren, Puderzucker, fein pürieren. Bitte nicht kochen, ja, also so ein Fruchtpüree bitte nicht kochen, da würde viel zu viel Aroma auf der Strecke bleiben und das wäre ewig schade. Hier habe ich ein bisschen Mangos, frische reife Mangos, auch ein bisschen Puderzucker, fein pürieren, in so eine Squeeze-Bottle geben. Und auch wieder einen schönen Kreis ziehen. Dann, Freunde, nehmt ihr einen Schaschlikspieß und dreht diesen Schaschlikspieß schön vorsichtig in kreisenden Bewegungen. Und dann habt ihr ein schönes Muster. Okay, das ist echt toll. Das ist nicht high-end, nicht topmodern. Wie gesagt, ein bisschen alt, aber wunderschön. So, einen leckeren kleinen Happen gibt es noch dazu. Und zwar habe ich hier ganz aktuell in meinem Shop ein Christian Henze Produkt, und zwar eine Aprikosenkonfitüre mit Mango. Und die ist, ja, sagen meine Kinder immer, boah, das ist ein absoluter Wahnsinn, hochfruchtig, mit ganz viel Mandelplättchen drin, die gebe ich hier unten rein. Ich will euch ja mal ein fertiges Dessert zeigen. Hier habe ich ein bisschen Vanillecreme gemacht, die kommt noch hier oben drauf. Zack, wie gesagt, das Auge ist mit, das Auge ist mit. Da habe ich ein paar schöne, feine Chili-Würfelchen. Lecker. Obendrauf vielleicht noch eine Kirsche. So, und jetzt steht der Optik nichts mehr im Wege. Macht es einfach mal so. Da freut sich jeder. Oma, Opa, Enkel, Mann, Frau. Das Auge ist mit. Und wenn ihr so eine schöne Konfitüre wollt, einfach in meinen Shop. Ein bisschen schlimmern. Gute Zeit. Herr Christian.